Vater, wir danken dir für den heutigen Sonntag, den du gemacht hast. Du hast diesen Tag gemacht, dass wir freudig sind und fröhlich sind und dir danken können. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Du sagst, ich will mich freuen und fröhlich sein. Ja, wir wollen, Herr, wir wollen. Du bist würdig, Jesus, dass wir einfach dir danken, dich loben und preisen in alle Ewigkeit. Halleluja. Und so danken wir dir für das Wort Gottes, das du geschenkt hast für heute. Ich danke dir für offene Herzen, dass du die Türen aufmachst, Herr. Du bist der Herzensöffner. Ja, Vater, deine Liebe, deine Gnade öffnet jedes Herz. Und darum danken wir dir dafür, dass wir Jesus noch besser kennenlernen. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. 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 Wir haben vor 2 Wochen begonnen mit einer Liebesgeschichte vom Buch Ruth. Man sieht meistens Ruth geschrieben ohne H. Aber wir haben jetzt ein H gemacht und niemand weiß so ganz genau, woher dieser Name kommt und was er wirklich bedeutet. Das ist noch interessant. Biblisch gesprochen meine ich, ja, Halleluja. Wir wollen heute weiterfahren mit dieser kurzen Geschichte, aber die so ein wunderbares Licht scheinen lässt auf das Echte, auf das, was eigentlich Gott damit sagen will, obwohl diese Geschichte tatsächlich passiert ist im Natürlichen. Da haben wir Ruth, die Hauptfigur, oder Boas ist die Hauptfigur. Boas repräsentiert Jesus Christus, das ist jetzt dann ihr Mann. Wir waren noch nicht ganz so weit, dass sie ihn geheiratet hat, oder er sie. Aber wir wissen, dass er der Löser genannt wird, unser Erlöser. Er ist ein perfektes Bild oder Typus auf Jesus Christus hin. Und Ruth, die Moabiterin, ist eine Heidin. Sie repräsentiert uns alle, die wir nicht Juden sind, die wir nicht vom jüdischen Hintergrund gläubig geworden sind an den Messias, sondern eben von der Welt, ohne Bund. Unbeschnitten heißt das. Nicht so ein schöner Ausdruck, aber so sind die, die keinen Bund haben, göttlich gesehen sind das die Unbeschnittenen. Aber wir sind jetzt die Gemeinde geworden durch Jesus Christus. Und Ruth wurde gläubig an den Gott Israels durch ihren freien Willen. Sie hat Noemi gesagt, Noemi, ihre Schwiegermutter, dein Gott soll mein Gott sein. Dein Land ist mein Land. Ich komme mit dir. Sie hat sich dort, noch in Moab, dort, wo sie ausgewandert waren wegen einer Hungersnot, von Israel weg damals. Also Noemi, die Frau mit, zusammen mit ihrem Mann Elimelech und ihren beiden Söhnen Kilion und Malchon, die waren ausgewandert aus Israel wegen einer Hungersnot in ein heidnisches Land. Nach Moab. Und dort starben dann eben schnell mal diese Männer. Man nimmt an, wegen Hungersnot, sie sind verhungert. Und Malchon und Kilion, die hatten ja diese komischen Namen, kränklich und schwächlich. Also bitte nennt eure Kinder ja nicht so. Kein guter Name für Kinder. Die Männer starben noch dort in Moab, sodass die Noemi alleine da stand und sie wollte zurück nach Israel, mit nichts, verarmt und so weiter. Sie hatte gar nichts, aber sie hatte 2 Schwiegertöchter, weil diese beiden Jungs waren verheiratet, der eine mit Orpa, der andere mit dieser Ruth. Und sie gingen zurück, sie liefen und Noemi sagt, geht doch ihr zurück zu eurem Volk. Geht zurück zu euren Familien. Sie sprach zu Orpa und Ruth.
Und Orban nahm sich das zu Herzen und ist tatsächlich dann umgekehrt in ihr Land, in ihr Heimatland, nach Moab zurück. Und Ruth klammerte sich an Noemi. Ruth hatte ein anderes Herz. Und wir sehen, wie jetzt Gott sie führt zu dem Gott Israels und schlussendlich, wie sie errettet wird und wie sie unter totale Gunst kommt. Und das spricht zu uns, Amen, weil wir genau diese Leute sind. Wir durch Jesus sind wir unter totale Gunst, totale Bevorzugung gekommen vom himmlischen Vater wegen Jesus Christus. Und sie, die keine Familie, sagen wir, keinen guten Namen hatte, keine Ausbildung hatte, ein Nichts war. Gott macht aus Nobodies Somebodies. Halleluja! Er macht aus Nichts, die nichts wert sind, macht er kostbare Personen. Das kann nur Gott, das kann nur unser Herr Jesus. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles, den vollen und ganzen Segen Gottes auf uns. Und weißt du, Gnade ist erst dann Gnade, wenn sie unverdient ist. Und wir können es keineswegs verdienen. Aber deshalb immer wieder diese Botschaften, bis wir endlich dann mehr und mehr diese Gnade empfangen, die uns gehört. Drum empfange sie jeden Tag neu, den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit. Und die kommt, wenn wir Jesus mehr und mehr erkennen. Steht im 2. Petrus 2, 1, Vers 2. Glory. Also Ruth ist ein anderer Typ. Ruth, ich will bei dir bleiben. Ich lasse dich nicht alleine. Dein Gott soll mein Gott sein. Dein Land soll mein Land sein. Und Noemi realisierte, dass sie sie nicht aufhalten kann und nahm sie mit. Und durch diese wunderbare Geschichte, die auch so ein helles Licht scheinen lässt auf Gemeinde und das Volk Israel, schlussendlich wurde Noemi durch diese gewesene Heidin, bekehrte Frau zum Gott Israels, sie wiederum gesegnet. Sie wurde gesegnet, sie bekam eine Nachkommenschaft durch Ruth. Doch Ruth, sie wurde total gesegnet, weil sie war so verbittert nach all diesen Jahren im falschen Land, in dieser Armut, Hungersnot und so weiter, weg vom Gott Israels. Aber gut, in ihrem Herzen war es schon. Aber sie war so verbittert, dass sie, als sie dann ankamen in Bethlehem, war es klar, Bethlehem, weil sie dort ankamen, hat man sie erkannt, ist es nicht Noemi. Und sie haben gesagt, nehmt mich nicht, Noemi. Und sie ging, sie war eine alte, kränkliche, schwache Frau am Stock, sage ich jetzt mal. Nehmt mich nicht, Liebliche, nehmt mich Bittere, nehmt mich Mara. Sie wollte nicht mehr Noemi heißen, weil diese Namen haben alle eine Bedeutung. Noemi bedeutet die Liebliche. Nehmt mich nicht, die Liebliche, ich bin verbittert. Siehst du, das Gesetz, unter welchem sie ja war. Das war die Zeit der Richter. Das war die Zeit, wo das volle Gesetz, das der Herr gegeben hat, wirksam war. Das war das Zeitalter des Gesetzes, die Dispensation des Gesetzes damals. Und der Gott Israel hat mich gedemütigt, sagt sie. Sie war bitter. Siehst du, wenn man unter dem Gesetz ist, ist man sehr schnell bitter, weil man denkt, Gott straft mich. Man denkt, Gott hat das alles so gemacht, dass es so gekommen ist. Und wir wissen, dass es nicht war. Und Ruth, hey, sie war eine Heidin, aber sie ist jetzt bekehrt zum Gott Israel. Sie sagt, dein Gott soll mein Gott sein. Und das reicht für Gott, um zu sehen, ich habe ein Kind mehr, okay? Ja, sie ist frisch, sie ist nicht unter dem Gesetz, sie ist nicht belastet durch Gebote. Gebote machen einem kalt. Man kann nie alles erfüllen, was man eigentlich erfüllen sollte. Und das macht einen bitter.
Amen. Kennt ihr solche Menschen, die bitter sind? Wegen anderen Dingen vielleicht auch, aber ich bin so dankbar, dass wir nicht auf dieser Basis jetzt leben müssen, sondern dass wir frei, Jesus hat uns frei gemacht vom Fluch des Gesetzes, weil es ist ein Fluch, weil wir gar nicht alles einhalten können und nicht so einhalten, dass wir diesem absoluten, hundertprozentig vollkommenen, pristinen Standard von Gott gerecht werden könnt. Niemals, niemals, niemals. Weil jede kleine Sünde, schon ein Zweifel, ist Sünde vor Gott. Ein Zweifel ist Sünde vor Gott. Also, wir gehen nicht auf diese Basis. Wir vertrauen seiner Gnade. Amen. Seine Gnade und seine Liebe. Glory. Halleluja. Das war die Geschichte, die unter anderem auch Jesus den Emmaus-Jüngern damals erklärt hat, nach der Auferstehung, als er ihnen erschien, als er all die Kilometer mit ihnen ging und sie ihn nicht erkannten, aber er offenbarte sich mehr und mehr und mehr und mehr während diesen 12 Kilometer hin nach Emmaus. 12 Kilometer, hey! Das ist eine lange Zeit zu Fuß. Er hat ihnen das ganze Alte Testament, also die 5 Bücher Mose, welche man die Tora nennt, und Propheten und Psalmen. Und das, was damals die Bibel war, hat er aus jedem Buch ihnen erklärt, was sich auf sich bezog, auf ihn bezog. Sie erkannten ihn nicht, aber am Schluss erkannten sie ihn. Sie haben ihn erkannt und sagten, brannte nicht unser Herz, als er sprach und erklärte und zeigte. In jedem Buch der Bibel im Alten Testament sehen wir Jesus. Und diese Geschichte ist ganz speziell, weil sie ist die Liebesgeschichte, wie Gott so die alle Menschen liebt und mit ihnen diese Beziehung eingehen möchte, wie sie repräsentiert wird in Ruth und Boas. Weil Boas wird sogar Erlöser genannt oder Löser, welches bedeutet, sie zu erlösen von dieser Situation. Aber sie musste seine Frau werden. Es ist gewaltig. Wir gehen jetzt mal zu einer Schriftstelle. Zuerst wollen wir schauen, dass wir immer auf dem richtigen Feld sind. Auch muss noch vorausschicken, eben ihr müsst wirklich die Botschaft von letztes Mal hören. Ich kann nicht alles repetieren, aber sie kommen dann an in Bethlehem. Sie finden sogar ihr verschlossenes, verriegeltes Haus wieder. Sie sind dort ganz einsam und Ruth, die feine, edle Ruth will die Schmach und Scham Noemi ersparen, dass sie hätte auf die Felder gehen müssen, wie alle Armen damals auf die Felder gingen, um die letzten Körnchen und Garben aufzulesen hinter den Schnittern her. Also es war ein Gesetz, es war ein Gebot von Gott oder eine Verordnung, dass die Armen immer am Schluss der Ernte noch aufs Feld gehen dürfen und einfach die Garben zusammenlesen, was die Schnitter liegen gelassen haben oder was eben aus den Garben herausfiel oder so. Ruth hat gesagt, Noemi, bleib zu Hause, ich mach das. Ich gehe. Und sie hat gesagt, ich gehe und bei dem ich Gunst finde, dort werde ich aufsammeln. Und siehst du, wie unverdorben sie ist vom Gesetz. Sie glaubt an Gnade. Sie ist angewiesen auf Gnade. Sie kommt nicht, ja, ich bin ja recht Schwiegertochter. Noemi, die möchte mich ja lassen. No. Sie hatte kein solches Herz. Sie sagt, bei dem ich Gunst finde. Sie hat schon einfach die richtige Einstellung. Und darum findet sie Gunst. Sie vertraut auf Gunst. Sie ist angewiesen. Wir sollen, auch wir, die wir denken, ja, wir sind ja nicht arm. Aber wir sind trotzdem arm ohne Gunst. Amen. Wir vertrauen auf seine Gunst so oder so.
Das ist das Beste, was wir tun können. Jetzt ist sie also auf dem richtigen Feld angekommen und das ist jetzt einfach so wunderbar. Jetzt schauen wir mal, was da steht. Vers 15 bis 16. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lass sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. Ist es nicht wunderbar? Wir sehen jetzt hier, wie Gnade beginnt zu wirken. Ihr müsst die Botschaft von letztes Mal hören damit. Ich kann nicht alles repetieren, aber Boas hat dort sie getroffen auf dem Feld. Sie kam aufs richtige Feld, geführt vom Heiligen Geist. Das heißt, es traf sich. Es traf sich. Es fiel ihr zu. Gott wird es so arrangieren, dass wir immer am richtigen Ort, zur richtigen Zeit sind, wenn wir auf seine Gunst vertrauen. Das hat sie gemacht und Boas ist jetzt da mit ihr auf diesem Feld. Boas ist wirklich ihm gehört das Ganze, er hat Knechte, er hat Mägde und er gebietet jetzt den Knechten, lasst sie auch zwischen den Garben auflesen. Tut ihr nicht zu leid, weil man weiß, dass auch Frauen oft belästigt wurden. Also er hat sie schon abgeschirmt, er hat ihr schon Schutz geboten. Er hat ihnen schon einfach mehr als andere einfach sie versorgt mit Korn, mit Ehren. Halleluja. Ihr sollt sogar absichtlich Dinge liegen lassen, damit sie mehr hat am Schluss. Ist das nicht unser Herr? Ist es nicht unser wunderbarer Herr? Vers 17. Und so las sie auf dem Feld bis am Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Effa Gerste. Ein Effa ist ca. 22 Liter. Es gibt verschiedene Angaben. Die reichen von 17 Liter bis über 30 Liter. Ich habe jetzt ein Mittelmaß genommen, weil niemand mehr das anscheinend so ganz genau weiß. Das ist viel. Amen. Und sie ist fleißig. Diesen Punkt haben wir letztes Mal auch beleuchtet. Bis zum Abend blieb sie. Gnade macht uns niemals faul. Gnade macht uns sehr fleißig. Sehr fleißig. Amen. Weil, wie ist es, wenn wir fleißig sind und wirklich dann einfach so ein Herz bekommen, den anderen das weiterzusagen? Denn die anderen auch von Jesus, den anderen von Jesus zu erzählen, damit auch sie diesen wunderbaren himmlischen Boas kennenlernen. Wenn ich so sagen darf, himmlischen Boas, himmlischen Jesus kennenlernen. Also das ist ein enormes Maß. Man hat ausgerechnet, dass wenn sie jetzt 2 Monate jeden Tag so viel zusammenlesen könnte, würde das für ein ganzes Jahr reichen. Das ist schon gut. Versorgt schon für ein Jahr nach 2 Monaten. Das ist gut. Niemand hatte diese Gunst außer Ruth. Gar niemand. Gar niemand. Dies ist ein so schönes Bild auf Jesus ist unser Versorger. Jesus ist unser Versorger. Und er interveniert jetzt in seinem Leben, in ihrem Leben. Sie ist angewiesen auf Gunst. Das ist die beste Grundlage. Ihm vertrauen. Und er interveniert jedes Mal und immer, wenn wir ihm vertrauen. Ja, nicht zu früh aufgeben. Ja, nicht zu früh aufgeben. Nie aufgeben. Es ist auch eine Sache von Geduld, Beharrlichkeit. Amen. Halleluja. Das Buch Ruth ist das Evangelium. Es ist wie ein Evangelium, das auf das Neue Testament hinweisend auf Jesus, unseren Erlöser. Als sie dann nach Hause kam zu Noemi und ihr das zeigte, was sie aufgelesen hat, und ihr sagte, auf welchem Feld sie der Herr geführt hat,
Und sie sagte, der Mann heißt Boas. Dann sagt Noemi, das ist Vers 20, da sprach Noemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Noemi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Hebräisch bedeutet Löser, ein Blutsverwandter, der Löser, der Erlöser. Und für mehr Studium könntest du mal im 3. Mose zu Hause natürlich 25, Verse 25, vor allem der Anfang, so die ersten 5 Verse bis Vers 55 lesen. Dort siehst du, was Gott verordnet hat. Wenn jemand arm ist und das Land verkaufen muss, dass es eben durch einen Blutsverwandten wieder zurückgeholt werden kann, damit es wieder im Familienbesitz kommt. Und so, mit dem gehört auch Ruth dazu. In dem Fall, wir werden das nächstes Mal sehen. Aber Boas ist der Löser von diesem Land, von diesem Gut, das damals Elimelech, der Mann von Noemi, als sie ausgewandert waren, verkauft hat. Und Boas, weil er blutsverwandt ist, kann das zurückkaufen. Aber wir sehen, es gibt dann noch einen, der noch näher verwandt ist, sehen wir aber nächstes Mal. Und was dann Gott tut, wie das ist. Es ist so spannend, ich sage euch. Es ist so gewaltig. Weil dieser andere hat gar keinen Namen. Er heißt in der Bibel so und so. Weißt du, das Gesetz ist so anonym eigentlich. Es ist so kalt. Nächstes Mal dann. Boas repräsentiert unseren Herrn. Boas ist Gnade pur. Halleluja. Es geht so weit, dass die Ruth jetzt so versorgt ist vom himmlischen Vater durch Boas. Jesus ist unser Versorger. Und er ist so total interessiert an unserem Leben. Das darfst du glauben und wirklich packen im Glauben und sagen, danke Jesus, du sorgst für mich, weil du mich genau kennst. Du kennst meine Situation. Amen. Und er ist so gut. Vertraue nie weltlichen Menschen in dem Sinn als Versorger oder einer Institution oder einem guten Job. Wer hat den guten Job dir gegeben? Der Herr. Und wir vertrauen ihm. Aber falls der gute Job mal weg sein sollte, hast du immer noch den Herrn. Vertraue ihm. Er wird dir noch einen besseren Job geben. Weil Dinge passieren in dieser Welt und manchmal sehr schnell. Aber wenn wir unser Vertrauen auf den Richtigen setzen und nicht auf den Arbeitgeber, sondern den Herrn, er ist der Versorger. Das dürfen wir wissen. Und Jesus versorgt uns total. Er meint es gut und er will, dass es uns gut geht. Und er will auch, dass wir wohlhabend sind. Nächste Schriftstelle wird das genau zeigen vom Neuen Testament. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jetzt gibt es natürlich Christen, die das alles vergeistlichen und sagen, ja, wir sind reich im Geist. Das stimmt sicher. Der größte Reichtum ist, dass wir von neuem geboren wurden. Der größte Reichtum ist, dass wir Frieden haben mit Gott. Aber weißt du was? Dieser Vers ist mitten im Kapitel über Finanzen. Kapitel 8 und 9 von 2. Korinther spricht nur über Finanzen. Und materielle Güter, materielles ist im Programm Gottes drin. Wie könnte er das einfach ausschalten und sagen, das ist nicht wichtig, ihr seid alle arm. Was ist denn, wenn wir etwas schenken und geben und großzügig sind, können wir das sein, wenn wir selber nichts haben? Nein.
Sie sagt dir, die Ruth wird sehr reich durch Boas, sehr gesegnet durch Boas. Naomi ist arm und verbittert, aber Gott meint es auch gut mit ihr. Und durch Ruth, die Heidin, die ehemalige Heidin, vormals Heidin, wird Naomi wieder gesegnet. Und auch wir segnen jetzt das Volk Israel mit dem Erlöser, mit der Erkenntnis von Messias. Eben das ist das Bild auch jetzt, in der jetzigen Zeit, wo sie, die meisten noch so ablehnend sind gegen Jesus, viele aber auch ihn schon erkannt haben als den Messias, weil er ist der Messias, Glory. Und wenn wir jüdische Menschen antreffen, Juden antreffen, ob wir jetzt nach Israel gehen oder nicht, aber auch Israel, wenn wir dort sind, wenn wir dort gehen würden, was wir tun im Herbst, aber das ist alles purer das zugefallen, sage ich jetzt einmal, dass das ausgerechnet so ist bei uns. Aber ich erkenne das auch mehr und mehr, so wie Ruth ihre Schwiegermutter gesegnet hat, durch Nachkommenschaft und durch ihre Liebe zu Boas, ist es auch so mit uns Christen, dass wir das Volk Israel segnen, mit unserer ganzen Liebe sie annehmen und auch verwöhnen. Oder? Die Juden sprechen an auf Geld, sie wissen Bescheid über Geld. Geld und Nobelpreise und all das. Hey, das ist gut, das ist von Gott. Halleluja, es ist noch diese Decke auf ihrem Herzen, heißt es in 2. Korinther. Durch das Gesetz ist die Decke auf ihrem Herzen. Die werden aber Jesus erkennen und viele tun es schon jetzt. Und Gott ist mächtig am Wirken in Israel. Das ist super. Aber wir sehen, wie Wohlergehen Gott ein Anliegen ist. Du darfst für diese Gnade, die Gnade, vertrauen, auch in dem Bereich. Gott will, dass ich reich bin. Das Wort reich ist kein Schimpfwort, ist kein schreckliches Wort. Es gibt überall Missbrauch, es gibt überall das Falsche. Du kannst das Internet zum Segen brauchen, aber du kannst auch auf Seiten gehen, die dich ins Verderben bringen. Lerne einfach, das Gute in allem zu sehen, weil Gold und Silber gehört dem Herrn. Gold und Silber gehört dem Herrn auf dieser Erde und es haben noch viele Schätze im Boden. Amen. Viele, viele Reichtümer hat es noch in dem Boden. Ihr seid so ruhig. Seid ihr nicht begeistert? Ja, hey, Gott ist gut. Gott ist so gut. Er ist unser Versorger. Und er will, dass es uns gut geht. Er will, dass du er will dich segnen, damit du ein Segen bist. So wie es damals Abraham gesagt hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Ich meine, der größte Segen ist, dass wenn wir auf die Straße gehen oder sonst, wenn du, wie Roland da, das Beispiel dort im Zug, wenn du dein Licht scheinen lässt und Jesus einfach den Menschen bringen kannst. Das ist der größte Reichtum. Aber oftmals kennen wir Menschen, die nicht viel haben und die das nicht glauben und wissen, was wir predigen. Also helfen wir ihnen und zeigen ihnen den Herrn. Dann sind wir ein Boas für sie. Ein Versorger für sie. Und Gott hat noch viel. Da gibt's Nachschub. Denke ja nicht, nachher hast du nichts mehr. Ich habe eines gemerkt, umso mehr ich gebe, umso mehr kommt. Umso mehr ich gebe, umso mehr kommt. Umso mehr ich gebe, umso mehr kommt. Yes, Halleluja, das ist ein geistliches Prinzip. Amen, Amen, wir müssen keine Angst haben. Nicht zu fest zahlen und denken, wisst du, Gott hat Probleme mit Kleinkarierten. Sorry, aber lass uns großzügig sein. Erweitere dein Denken, erweitere dein Herz. Gib halt mal zu viel. Du wirst, oh nein, jetzt habe ich nichts mehr. Es wird noch mehr kommen. Du kannst nie zu viel geben. Sparen ist gut, aber zu viel sparen ist nicht gut. Es ist gut, wenn man etwas auf der Seite hat. Es ist gut, aber weißt du was, geben ist noch viel besser. Niemand ist reich geworden durch Sparen, obwohl das ein
weltliches Sprichwort ist. Reiche werden reich durch Sparen, aber das, nein, Reiche werden sind reich geworden durch ihre klugen Investitionen. Nicht durch Sparen unbedingt. Nein, nein, das Sparen kann in einem Moment weg sein, dein Geld. Jetzt ist es echt ruhig. Ist schon gut, ich verstehe euch ja. Ich bin ja auch ruhig. Nein, ich bin nicht so ganz ruhig. Also, hier heißt es, Ruth 2, Vers 8. Jetzt kommt das nochmal. Boas sagt dir zu, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Weiter. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Noch ein? Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen Gunst gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Siehst du, erstens will der Herr, dass wir auf diesem Acker bleiben. Dieser Acker heißt Graceland, aber nicht Tennessee. Nicht Tennessee und nicht der King of Rocks, the King of Kings. Amen. Das ist wirklich das Land, also unser geistliches Land, wo Gott uns hingestellt hat. Darum bleib dabei bei Grace, bleib bei der Gunst, bleib einfach da. Also nicht, ich meine, nicht in diesem Raum, sondern auf dieser Erkenntnis, dass Jesus wirklich Gunst ist. Sie sagt, weshalb habe ich Gnade gefunden? Genau deshalb, weil es niemand verdienen kann. Und genau deshalb, weil Jesus Gunst nicht erst fabrizieren muss, er ist Gunst. Gott ist Gnade. Im Johannes 1,17 habe ich leider dort nicht, aber diese Schriftstelle kennst du bestimmt schon jetzt auswendig, weil wir haben die schon so oft gesagt. Hör mal ganz, ganz gut zu. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Es ist geworden, Gnade und Wahrheit ist geworden, in Jesus ist es so. Wir können es gar nicht verändern, wir können höchstens die Pipeline zumachen und das denken, ja, ihr mit eurer Gnade und so. Dann ist wie eine Röhre, die verstopft ist. Dann kann sie nicht mehr zu dir durchfließen. Johannes 1,17 war das. Gnade ist schon da. Gott ist schon gut. Er hat sich schon entschieden, dass er gut sein wird zu dir. Du musst nicht erst irgendwelche Gebete tun, irgendwelche Gelübde sagen, irgendetwas Gutes, dass du etwas in Ordnung bringen musst zuerst. Ich meine, es ist gut, wenn du Dinge in Ordnung bringst, aber du musst es nicht zuerst tun, damit Gott sagt, jetzt segne ich sie, jetzt bin ich gut zu ihr. Nein, Gnade ist schon da. Das muss Ruth, kann das fast nicht packen. Warum? Eben darum, weil sie schon ist. Hey, heißt Gnade übrigens. Hey! Sag mal, hey! Ja, hey! Glory! Halleluja! Hey! Das ist ein guter Gruß übrigens. Wirklich, der fünfte Buchstabe ist hey. Und hey ist Gnade. Glory! Oh, Gott ist einfach so gut. Gott hat sich schon entschieden, gut zu sein zu dir. Und Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Können wir gar nicht verhindern? Es ist schon so. Alle Segnungen sind Ja und Amen und die sind da, die sind gegeben durch Jesus Christus. Wir können es höchstens empfangen.
Weißt du, stell dir vor, ein Riesenbuffet an einer Hochzeit oder an einem Anlass, die schönsten Dinge, da sind die besten Dinge drauf. Vom Vorspeise bis zur Hauptspeise und Dessert und Getränke und alles wunderschön dekoriert und aufgetürmt und aufgebaut, weißes Tischtuch, vielleicht sogar draußen im Garten unter Sonnenschirmen oder unter Bäumen, wie auch immer. Das Beste vom Besten in einem Königshaus, in einem wirklich adeligen Haus. Und du sagst, wow, ja, ist schon schön. Yeah. Und du bist aber eingeladen. Und man hat dir gesagt, nimm, empfange, geh, bediene dich. Und du würdest einfach daran vorbeigehen und denken, ja, die haben es schon noch gut. Aber ich gehöre nicht dazu. Du gehörst dazu. Du bist teuer gekauft. Du bist blutsverwandt mit Jesus. Durch sein heiliges Blut errettet worden. Das ist der Preis, den Jesus bezahlt hat, um das uns alles zu schenken. Da ist Heilung auf dem Tisch. Da ist Reichtum auf dem Tisch. Wenn wir nicht an Prosperity glauben würden, Ludwig und ich, wären wir heute nicht da. Es ist Gnade, es ist im Vertrauen auch an diesem Ding, dass wir da sind und dass wir einfach gesegnet sind. Und es geht weiter. Ich bin bescheiden im Herzen, aber ich erwarte Großes, weil ich will noch viel mehr geben. Ich möchte Hunderte von Tausende von Franken weitergeben können. Stimmt's? Amen. Ja, hey, du auch, beide. Oh. Ja, nein. Amen. Halleluja, glory to Jesus. Danke, Herr. Weißt du, das Beste, was du machen kannst mit deinem Leben, ist dein Leben in seine Hände legen. Und nicht groß überlegen. Nicht alles auf die Reihe bringen wollen. Du kannst es nicht. Du landest im Gesetz, wenn du alles auf die Reihe bringen willst. Er zeigt dir schon, wenn was dran ist zur Veränderung. Aber wir müssen lernen, ihm zu vertrauen und uns nicht zu sorgen. Dann kann er voll wirken. Voll wirken. Wir sehen diese Fügungen. Es heißt vorher in dieser Geschichte, es traf sich. Einfach so. Weil jetzt der allmächtige Gott Israels Rootsgott geworden ist durch dieses Bekenntnis, dein Gott soll mein Gott sein, ist sie in den Bund mit dem Gott Israels gekommen. Welcher ist der allmächtige Gott? Es traf sich, dass sie genau auf diesen Fehl ging. Ha, das ist kein Zufall, meine Lieben. Das ist gefügt, weil sie auf die Gnade vertraut. Sie kann nicht auf ihre Herkunft, auf ihre Fähigkeiten, auf ihren Beruf sogar. Vertraue immer auf den Herrn. Dann bleiben wir bescheiden. Egal welcher unser Beruf ist, egal welche Connections wir haben, irgendwann wird Vitamin B nicht funktionieren. Wir haben Vitamin B mit Gott. Wir haben Gunst, das ist viel mehr als das weltliche Vitamin B, das oft verknüpft ist mit unschönen Dingen, mit Korruption und all dem Zeug, was wir ja hören täglich am TV. Das brauchen wir nicht. Bleibe immer ehrlich, bleibe immer rein im Herzen, bleibe unschuldig in dem Sinn. Steck halt lieber was ein, der Herr wird dich schon ehren und zu Ehren bringen. Er bringt uns zu Ehren. Er promoviert uns. Müssen wir nicht selber tun. Also das ist eben auch hier genau das, was geschehen ist mit Ruth. Sie, jetzt muss man die nächste Schriftstelle ansehen, das Vers 11. Da antwortete Boas und sprach, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Es ist mir alles erzählt worden.
Hat Ruth es erzählt? Nein. Sie hat nicht irgendetwas ins Spiel gebracht. Sich ein Empfehlungsschreiben geschrieben an Boas. Hey, ich bin nicht schlecht. Kannst du mir mal anschauen? Oder so irgendetwas. Sie hat gar nichts gemacht, aber es ist ihm erzählt worden. Das ist das, was Gott, durch das bringt uns Gott zu Ehren. Es muss Gnade sein. Es ist Gnade, es ist nicht unsere Performance, unser Hinzutun, unsere Werke. Wunder geschehen alleine durch das Hören. Haben wir gehört, ja? Im Galater steht das. Wunder geschehen alleine durch das Hören der guten Botschaft, das Hören der Verkündigung. Rechne damit, dass, weil du gerade jetzt über diese wunderbare Gnade hörst, dass Gott in deinem Leben Dinge tut, durch die Erkenntnis von unserem Herrn Jesus Christus, weil du ihn erkennst, weil du siehst, wie lieblich er ist, wie gut er ist, wie wunderbar er ist, dass du durch das vertrauen wir ihm noch mehr. Und da kann er noch mehr seine Gnade, seine Gunst uns erweisen. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass wir plötzlich einfach faul sind oder das so billig nehmen und sagen, ja, da kann ich leben, wie ich will. Schon dieser Gedanke zeigt mir, dass wir es gar nicht begriffen hätten. Diese Kostbarkeit, Jesus, diese Liebe, diese Gnade, alles, was er repräsentiert, wenn das wirksam wird in unserem Leben, die ganze Fülle der Gottheit, wow. Das macht es zu Grace, weil es keine Werke drin hat, Ruth, von der Seite von Ruth. Sie hat einfach, helft der Noemi helfen, welch eine edle Frau, die nicht wollte, dass die ältere Witwe geschmäht wird, dass sie in Schmach geraten, noch mehr, die sonst schon verbittert ist. Sie blieb zu Hause. Ruth hat gesagt, ich will gehen auf die Felder. Ich schaue dazu, dass wir versorgt werden. Das ist ein edler Gedanke. Wenn wir andere nicht entblößen, das ist Grace, oder? Wenn wir Gnade empfangen von Gott, heißt es, wir sind auch sehr gracious people. Wir sind gnadenvolle Menschen, weil wir wissen, wir haben das alles nicht verdient, also geben wir es auch so weiter. Wir sind im Umgang mit Menschen gnadenvoll und wollen nicht jemand einfach entblößen. Das ist nicht göttlich, wenn wir jemand entblößen, okay? Wir nehmen sie in Schutz und beten für sie. Versteht ihr? Ja? Das ist göttlich. Das ist göttlich. Und das sehe ich da bei der Ruth, ihr Herz. Sie war so angewiesen auf Gnade. Lass uns auch angewiesen sein auf Gnade. Und da sehen wir auch aus dieser Schriftstelle, wie Gott ganz genau unser Leben kennt. Und alles weiß von uns. Unser himmlischer Boas weiß alles. Praise the Lord. Halleluja. Wir wollen oft Gott nachhelfen mit irgendwelchen Aktionen. Ein kurzes Gebet. Ich muss gar nicht lange beten. Wir haben es gerade heute im Zeugnis gehört. Kurzes Gebet und nachher im Vertrauen einfach gehen. Wir haben genug zu tun, Amen. Wir haben genug, wo wir im Tag involviert sind, wo wir einfach funktionieren. Aber wir vertrauen ihm. Wir helfen ihm nicht nach. Das stört dann den Fluss der Gnade, wenn wir denken, durch die Blume etwas sagen, um zu manipulieren. Das ist so typisch menschlich. Aber das machen wir nicht mehr, okay? No. Halleluja. Weißt du, Gott hat für uns alle, nächste Schriftstelle, nur Gutes geplant. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Wir sind erschaffen zu diesen Werken, die Gott schon bereitet hat. Werke nicht im Sinn von Gesetzeswerke. Ist ja klar, Paulus schreibt das den Ephesern, ist ja klar. Nicht falsch verstehen, ihr versteht das nicht falsch. Gute Dinge, die Gott bereitet hat für uns. Er hat schon einen Plan. Er hat gute Gedanken über uns. Er hat eine gute Zukunft für uns geplant. Er hat nur gute Gedanken über uns. Schau nicht zurück. Paulus hatte wirklich ein ganz schräges Leben mit Christenverfolgung und vielen Morden und weiß ich was. Vor der Bekehrung, er selber hat gesagt, ich schaue nicht zurück. Ich lasse das hinter mir. Ich strecke mich aus. Eben bleib auf dem Feld. Halte deine Augen gerichtet, zielgerichtet auf den Herrn. Bleib in Graceland. Amen. Bleib dabei. Bleib dabei. Bleib dabei. Praise the Lord. Gutes geplant. Bleibe auf dem Feld der Gunst und erwarte Gunst jeden Tag. Glaube ist immer in Erwartung. Glaube ist schwanger mit Gutem. So kann man sagen. Da ist etwas in uns drin, das noch nicht geboren ist vielleicht, aber bis es geboren wird, ernähre es mit dem Wort, mit der Liebe und einfach mit freudiger Erwartung. Das heißt nämlich Hoffnung. Hoffnung, biblisch gesprochen, heißt eine freudige Erwartung. Seid ihr in guter Hoffnung? Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ja, freudige Erwartung, dass du in freudiger Erwartung bist. Oh, Glory. Also, Ruths Gunst hat erst jetzt begonnen. Und der Höhepunkt kommt natürlich dann mit der Heirat, mit Boas. Sehr, sehr, sehr speziell. Zum Abschluss nehmen wir noch den Vers 12, Ruth 2, Vers 12. Der Herr vergelte dir deine Tat, sagt Boas, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Ist es nicht wunderschön? Bildlich gesprochen, Gott hat keine Flügel, aber das ist seine Gegenwart, das ist seine, alles einfach seine Bewahrung, sein Schutz. Das ist wie ein Canopy von Licht, von seiner Gegenwart, wo wir einfach drunter geborgen sind. Unter seinen Flügeln ist Versorgung, Schutz und Ruth darf das jetzt schrittweise erleben. Ein für alle Mal beim richtigen Herrn, beim richtigen Gott. Sie wird gesegnet, sie wird versorgt. Sie kann ihre Schwiegermutter versorgen, auch sie wird wieder aufgerichtet und wird sich freuen ab der Nachkommenschaft. Und in dieser Nachkommenschaft ist König David und schlussendlich Jesus. Es ist gewaltig, eine gewaltige Geschichte. Du kannst lesen im Stammbaum, in Matthäus 1, ganz am Anfang, ist der Stammbaum von Jesus. Da kommt Ruth vor, da kommen noch andere Frauen vor, wie die Rahab kommt vor und auch Bathseba kommt vor. Also drei Frauen im Alten Testament. Was, die sind im Stammbaum von Jesus? Ja, die sind im Stammbaum von Jesus. Und Ruth ist durch Heirat mit Boas, dann ist sie erlöst worden auch. Ja. Praise the Lord. Amen. Für diesmal Amen. Es geht dann weiter nächsten Sonntag. Wir wollen jetzt beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Evangelium, das wir schon im Alten Testament so wunderbar sehen. Und wir danken dir, Herr, dass wir sein können wie Ruth, dass wir zum Gott Israels, zum allmächtigen Herrn durch Jesus Christus gefunden haben. Herr, du bist so gut. Wir danken dir, dass es echt eine Liebesgeschichte, die du nicht nur mit Ruth, sondern auch mit uns hast. Ja, wir preisen dich für so viel Güte und Liebe und wie du uns versorgst und für uns da bist und uns hilfst, dass wir jetzt für immer unter deine Gunst gekommen sind.
Wir danken dir von ganzem Herzen auch für Menschen, die diese Botschaft hören, die jetzt nicht hier sind, Menschen, die vielleicht dich noch gar nicht kennen wirklich. Ich möchte für sie beten und jene fragen, die, wenn sie Jesus Christus als Herrn annehmen möchten, dass sie es jetzt tun. Jesus ist gestorben damals, vor 2000 Jahren am Kreuz. Er ist gestorben für unsere Ungerechtigkeit, wegen unserer Sünde. Er, der Unschuldige, hat die Schuld auf sich genommen und uns damals erlöst und geheilt und befreit von diesen Mächten der Finsternis. Und Jesus lebt und ist auferstanden. Wenn du diese Botschaft hörst und Jesus als deinen Herrn persönlich annehmen möchtest und Ja sagen möchtest zu ihm, dann bete mir jetzt dieses Gebet nach. Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er wurde Mensch, damit er mein Erlöser sein würde. Ich glaube, dass er am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist und nachher von den Toten auferstanden ist. Jesus ist mein Erlöser. Ich nehme dich an als meinen Herrn. Danke, Herr, dass ich jetzt unter deine Gunst komme und dass du mein ganzes altes Leben vergibst. Und dass ich dein neues Leben jetzt empfangen kann. In Jesu Namen. Amen.